Und wenn du am Berg landest. Er verzieht sich, oder? Er hat schon fertig verarbeitet. Startet der ja, gell? Ja. Alles gut. Komm mal runter, Alter. Holy fuck. Echt mal. Ey, er hat aufgehört. Nee, jetzt startet er. Oh oh. Alter. Oh. Alter! Weg! Lebt ihr noch? Ich bin tot. Du bist tot. Alter. Das ist so scheiße. Ey, soll ich einen Medic rufen? Ja, ruf einen Medic. Habt ihr Schlüssel für den Dings? Ja, ich hab die. Ey, hier liegt Geld. Hol einen Medic. Ja. Medic hat einen angemeldet, also dass er unterwegs ist, 6000 Meter. Vielleicht ist das ein Heli. Alter, das muss ein Heli sein. Wie schnell denn er kommt? Tatüter. Hilfe. Roman Schmidt hat sich ausgelockt, das war der. Ragequit. Er ist Ragequit, Digga, er hat Orca verloren und so, alles bei Boost. Ah, was? Was? Hallo? Das hat, ey, habt ihr eigentlich gestern Abend dann den Porno gehört da drüben? Ja, ich hab mich mega verwirrt. Halt mal die Fresse. Hat sich aber gut angehört. Ich seh den Haram. Digga, scheiß drauf, einfach weg jetzt hier. Kennen, du nimmst den Hummingbird von mir. Ich hab keine Schlüssel. Oder doch? Ich überweise ihm mal ein kleines Zündchen. Kannst du das alles aus dem Hummingbird rausziehen? Jetzt komm, lass mal bitte hier weg, wenn er die Bullen ruft, Digga. Ich will jetzt einfach verdammte Scheiße hier weg. Ich hab nicht für alles Schlüssel, du Vollidiot, Alter. Dennis hat für alles Schlüssel, dann soll er dir die geben. Jetzt geh zum Hummingbird. Ja. Ganz locker und guckt um euch. Ich hab eine 60er Ladung von dem einen Typen da, aus dem Helikopter. Nice, Digga, sind einfach nochmal so eine Mille mehr. Aus seinem Orca. Einfach nur eine Mille for free, geil. Eine 60er Ladung. Ja, Mann. Ey, der Drogendealer am Sumpf sieht clear aus. Ich hab noch 2 Kilometer. Aus sieben. Ja, wer fliegt hier? Glaubst du das? Wo? Da ist noch die Polizei! Polizei! Ich hab alles weggetickt. Flieg weg. Flieg weg. Ja, wieso? Ich hab alles vertickt. Ja und? Aber du hast... Ihr wisst trotzdem, dass das Geld davon ist. Ja, wieso? Du bist am Drogendealer. Dennis, flieg weg. Ich hab die einfach gelöscht, die Items. Hallo. Hallo. Können wir dich einfach wieder zustellen? Achso, okay. Haben wir eine Weile meine Marke? BKA. Ey, soll ich den am... Halt dich! Halt dich! Hat ihn gehört geschrien! Oh, nicht so. Tut mir leid, ich hab jemand anderen gemeint. Ich Dennis, Kirill, kannst du jetzt verdammte Scheiße Maul halten? Ja, wenn ich mit denen rede. So, nochmal bitte, jetzt kann ich in Ruhe mit ihnen reden. Einmal bitte den Aufsatz. Herr Reggie M. Genau, das bin ich. Was machen Sie denn hier? Wir wollten nur ein bisschen die Pflanzenflora genießen. In dem Gebäude, das ist ein alter Schulkollege von mir. Den soll ich abholen zum Schultreffen in Kavala. Weil die Sache ist, wenn ich jetzt den Herrn da drin abfrage, welche hier verkauft haben, dann wird er mir bestimmt die beide beschreiben. Nee, das kann nicht sein. Sie können gerne nachfragen. Wie schon gesagt, ich habe ihn nur abgeholt für Schultreffen. Dann kommen Sie mal mit. Gerne. Ja, gerne. Ui, nicht so sportlich. Sound Microphone activated. Ich wollte lassen abknallen. Der ist gemutet. Sound Microphone muted. Der Herr, ich bin's dumm, Jans Doll. wurde mir von dem Handy gerade gesagt, dass Sie hier verkauft hätten. Hey, das kann ja gar nicht sein. Ich hab doch gar nichts verkauft. Wir haben noch einen Fall. Sie können mich gern kontrollieren. Sie werden auch noch wegen was anderem gesucht. Wegen Mord. Was? Was? Unter anderem ihre PDW-Erinnerung. Ja, hat wegen Mord gesucht. Was? Bitte? Also jetzt wirklich bitte, was? Sie werden halt wegen Mord gesucht, wenn Sie dann wollen. Um ganz ehrlich zu sein, nein, kann ich nicht sagen. Hier sind noch andere, die haben hier auch drüber. Die wollen verticken. Okay, ich glaube, ich muss hinterher. Sie sind
Sie können noch gerne unsere Fahrzeuge durchsuchen, wenn Sie möchten. Wir haben eine reine Liste. Sie können doch bestimmt ein Ticket von 75.000 zahlen. Warten Sie mal ganz kurz, dann müsste ich schauen. Können Sie ein Ticket von 75.000 bezahlen? Ja, könnte ich. Dann würde ich Ihnen das einmal ausstellen. Und der nächste. Geht das auch vom Bankkonto oder muss das... Das geht vom Bankkonto. Ah, wieder ohne euch zu beschreiben. Gerne. Perfekt. Gut, jetzt haben Sie neue Tester, Herr Regien. Ich schaue eben, ob Sie ebenfalls gesucht werden. Ja. Sie werden wegen Raub und Diebstahl gesucht. Können Sie sich dazu äußern? Bitte wegen was? Wegen Raub und Diebstahl. Haben Sie irgendwie mal das Geld abgezogen? Das kann eigentlich nicht sein. Oder irgendwas aus der Tasche geklaut? Es könnte ja sein, dass es mal aus Versehen war. Aber ich habe nichts gemacht davon. Also zumindest nicht aktiv. Es kann also Versehen sein, das war nichts Aktives. Wir machen das jetzt ganz einfach so. Die haben. Ich gebe mir hier einen Platzverweis für die nächsten 20 Minuten vom Drogendealer. Sollten sie hier irgendwie auftauchen, wird das Konsequenzen haben. In Form von, die werden mit aus der Kugel genommen. Okay. Ja. Haben Sie es verstanden? Ja. Jawohl. Aber ich hätte trotzdem dennoch mal die Frage, wie kommt nochmal das mit dem Mord zustande? Also jetzt, um Sie mir ganz ehrlich mal kurz anrufen zu fragen. Mein Mord ist ja schon mal was anderes. Von unserem globalen Netz wird das automatisch aufgenommen. Vielleicht sollten Sie jemanden erschossen haben, wird das ja registriert, da eine Todesanzeige geschrieben wird. Wird das ja registriert. Todesursache wird dann auch immer automatisch gesagt. Also dementsprechend würden Sie jemanden überfahren, wäre das Überfahren mit Todesfolge und das Mord wäre halt, wenn Sie jemanden erschießen oder so. Das, was passiert ist, war, dass ich mal im Kavala mit dem Auto gefahren bin und dann ist jemand in Kavala vor mein Auto gerannt, einfach so auf die Straße. Könnte das deswegen sein? Das ist gut möglich. Aber ist kann das sein, dass der Polizist das nicht aus meinem Register rausgestrichen hat, dass ich praktisch nicht dafür verantwortlich auch möglich. Okay, gut, dann Dankeschön. Gut, nur einen angenehmen Tag und dann bin ich einfach hier über das Gebiet zu verlassen. Ja, natürlich. Ja, mach ich. Schönen Tag noch. Machen Sie es gut. Könnten Sie bitte dem Herrn da drinnen sagen, jetzt kann er zusehen, wie er selbst zur Schulveranstaltung kommt, weil ich nehme ihn nicht mit. Dennis? Ja? Du musstest gerade 2 Millionen auf deinem Konto haben. Ja, hab ich. Mit einer 4 bekommt ihr 70% plus Money Boost. Auf zu. Hat echt geklappt. Alter, hat echt geklappt. Richtig so der Polacke mit dem Spielchen so. Der Komplize. Und wenn du System 32 löscht, kommt dein Daddy zurück. Kein Mensch hat System 32. Weil da hat einer Nigger geschrieben. Jetzt will ich einen Bann. Was soll denn das? Schreib mal, was soll denn das? Das darfst du doch nicht schreiben, was soll denn das? Kicken, du weißt nicht, dass du baut. Er wird gekickt! Wo war der? Welcher Platz hat er? Bitte. Guter Alter. Scheiß auf die 300k! Ich komm nicht raus! Jetzt. Scheiß auf die 300k! Jetzt du wirst gebannt. Flieg einfach. Ja, was sagst du? Flieg. Du wirst gebannt. Flieg. Ja, aber riskieren wir? Ja, es war ein Diesel. Komm, flieg. Düpp ihn. Passiert. So wie es aussieht. Yeah. Weird Flex, but okay. Ei. Ey! Ich mitbekommen habe, ist, dass mein Kumpel hier gerade seine Blackfoot reparieren wollte und dann kam auf einmal der Heli von oben, warum auch immer. Ei. Und dann hat's geknallt. Hat ja ordentlich geknallt, du.
Da steht hier oben, ist gerade voll traurig. Oh, mein Kollege wohl sein. Ich hab den Namen vergessen, reparieren und dann. Boah, das ist einfach nur geknallt. Der Heli geht vom oben.